Hallo liebe Zirkusfreunde, ich heiße Janet und ich möchte mit euch Flowerstick spielen. Dabei hilft mir meine Freundin Ilka. Das Werfen und Fangen haben wir schon gelernt. Jetzt probieren wir, zwischen Werfen und Auffangen etwas anderes zu tun. Zum Beispiel mit den Stäben klopfen. Oder ihr versucht, den Stab zu werfen, euch selber zu drehen und dann wieder aufzufangen. Versucht die Kreuzdrehung. Dazu fangt ihr den Stab mit überkreuzten Armen auf, dann über dem Kopf einen Kreis führen, bis vorne die Hände andersherum verkreuzt sind. Und dann wieder in die normale Position. Beim kleinen Propeller könnt ihr ein bisschen schummeln, wenn ihr den Stab mit beiden Handstäben führt. Jetzt habe ich etwas besonders Schwieriges für euch. Das Pendeln. Dazu stellt ihr den Flowerstick zunächst an den Boden. Lasst ihn zwischen den Handstäben von rechts nach links kippen. Wenn ihr ihm ein bisschen mehr Schwung gebt, schafft ihr das, dass auch der Fuß vom Flowerstick rechts und links den Boden berührt. Zu dieser Bewegung dazu kommt jetzt ein kleines Ziehen nach oben und schon bewegt sich der Flowerstick in die Luft. Denkt dran, es ist immer noch eine langsame Wurf- und Fangbewegung. Kein starkes Schlagen von rechts nach links. Das klappt nie. Jetzt haben wir ein paar Tricks zu zweit für euch. Dazu bittet ihr euren Freund, den Flowerstick zur Seite zu legen und werft euch den Stick nebeneinander zu. Vielleicht auch mit Drehung. Natürlich geht das auch, wenn ihr euch anseht. Und ganz gefährlich, wenn ihr euch nicht anseht. Ich drehe mich um. Geschafft! Versucht auch, euch voreinander zu stellen und den Stab blind nach hinten zu werfen. Und hier kommt noch die Rückenrolle für euch. Wenn ich den Stab schon an Ilkas Schultern entgegennehme, habe ich am meisten Kontrolle darüber. Danke. Für alle, die jetzt gar nicht genug kriegen können, haben wir noch eine Zugabe vorbereitet. Ich zeige euch den kleinen Gefängnisausbruch. Dazu legt ihr den Flowerstick auf die wie eine Pistole nach vorne ausgestreckten Zeigefinger. Ich schiebe jetzt im Werfen die Handstäbe unter dem Flowerstick durch und fange sie da wieder auf. Der große Gefängnisausbruch dreht die Handstäbe genau umgekehrt über den Flowerstick. Nur für Profis auch der große Propeller. Erinnert ihr euch, den kleinen hatten wir schon. Aus der Pendelbewegung heraus macht sich der große Propeller besonders schön. Ich berühre mit meinem Handstab den Flowerstick immer etwa 1 bis 2 Zentimeter neben der Mittelmarkierung und ziehe ihn damit und lange üben. Zuletzt zeige ich euch die Mühle. Das ist ganz gemein. Der Flowerstick dreht sich bei mir
in der horizontalen gegen den Uhrzeigersinn. Dann fange ich ihn über dem Kopf auf und führe ihn einmal unter meinem Arm durch, bis er wieder oben ist. So sieht das aus. Vielleicht haben wir euer Interesse wecken können und freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit uns spielen wollt. Besucht uns dazu gerne im Kölner Spielezirkus und seht auf jeden Fall auf unsere Internetseite. Tschüss!